Herzlich willkommen zu unserer Sondersendung zum Weltschultag. Wir befinden uns an der Grundschule Teilambach. Über die Jahre hat sich viel verändert an unserer Grundschule. Fragen wir doch einmal den Ortsvorsteher Herrn Egenlauf, wie das früher war. Schule gegangen oder nicht? Ich bin hier zur Schule gegangen, ja. Und zwar 1957 bin ich hier in die Schule gegangen, bin ich hier eingeschult worden und bin dann 1965 aus dieser Schule dann entlassen worden. Damals hieß das noch Volksschule. Aber damals ging es in der Schule noch etwas strenger zu als heute, oder? Damals ging es auf jeden Fall strenger zu. Da hat es auch mal Ohrfeigen gegeben und Dazhändchen. Und vor allen Dingen sind da keine Unterschiede gemacht worden, ob das Männlein oder Weiblein waren. Also die Mädchen haben genauso gekriegt wie die Buben. Vor allen Dingen muss man sagen, es waren damals nicht nur die Lehrer, die gezüchtigt haben, sondern auch die Pfarrer. Also ich habe auch von dem Pfarrer dementsprechend ganz schön alles was abgekriegt. Sehr interessant, und so könnte das früher ausgesehen haben. Hallo, ich bin Perry Goldstein. Wie geht's dir? Ich hoffe, es geht euch. Ja, ich passe dich zwei. Was sagen denn die Lehrer von heute? Zum Beispiel Frau Busch. Was macht Ihnen am meisten Spaß in unserer Schule? Oh je. Am meisten Spaß macht, wenn es den Kindern auch Spaß macht. Wenn ich merke, jetzt machen die Kinder mit, weil es ihnen Spaß macht. Und wenn es keine Quälerei ist für die Kinder. So wie Hausaufgaben. Genau. Aber manche Dinge müssen einfach auch sein und da kann ich dann auch nicht einfach sagen, das lassen wir weg, sondern die muss ich dann auch machen, weil ich ja auch einen Plan vorgegeben habe. Aber man versucht natürlich dann als Lehrer das so spannend wie möglich zu machen und wenn das klappt, dann macht es auch Spaß. Das war unsere Sondersendung zum Weltschultag. Auf Wiedersehen und bis bald im Gymnasium. Schaut doch mal rein. Schaut doch mal rein.